Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von oder zu The Last of Us. Wir sind an der Schule angekommen und suchen jetzt, also wir wollten quasi von dem Laster, wollen wir uns die Batterie holen. Und ja, wie ihr seht, sind hier einige Gegner, beziehungsweise einige Runner. Ja, man kennt's. Da müssen wir uns irgendwie wieder durchkämpfen. Das ist mir eigentlich, ob ich jetzt um kämpfen muss. So, und wir benutzen natürlich nur die Fäuste, keine Munition. Ach, wo ist auch noch einer auf die Fresse? Was ist das? Und einer von euch ein bisschen Munition fallen gelassen. Nicht, dass ich welche bräuchte. Ah, da kommt ja noch einer. Hallöchen. Noch irgendjemand? Ist immer lustig gegen die, die sind so leicht und so. Da braucht man eigentlich gar keine Munition, das sei denn, das sind da wirklich zu viele. Ach. Ich sehe so. Vor allem, wenn man dann auch zu zweit ist, mit dem Bill, dann geht das Ganze noch ein bisschen leichter. Ah, jetzt haben wir aber gerade ganz schön. Du sagst es. Ah, das feiere ich immer. Na, Quatsch, Quatsch, das. Hier liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Gerne doch. Gute Idee, Ellie. Sehr gute Idee. Du fügst dich langsam ins Team ein. Vorher war es ja irgendwie nur so ein bisschen Ballast, aber ja, so langsam wird es doch was mit dir hier. So, noch ein Fehler und ich knall dich ab. Danke, Bill. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie. Wir machen, dass wir hier wegkommen. Verschlossen! Wo bleibst du denn? Bleib doch da nicht stehen, sondern bist du irgendwie. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass du gelaufen bist und ich jetzt hier mit der Meute bin. Danke. Ey, ich mich sowas manchmal aufregt. So eine Spielfehler. Oh, ey, einfach reingezogen, Mann. Schleichen wir uns hinten raus. Was für Geräusche die immer von sich geben.
Das war echt übelst. So, wir gucken noch erstmal beim Klicker nach, ob der. Jawohl, ein Fall scheint es überlebt zu haben. Ne, durch die Türen kommt man leider nicht. Aber wie krass die verriegelt sind, wa? Sehr interessant. Da steht noch, glaube ich, US Army oder so drauf. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, darf jetzt ein Fall vielleicht zu verschwinden, weil das scheint ja normaler zu sein. Hä, ist hier über uns noch einer oder warum? Tatsache. Na, der interessiert uns aber eigentlich nicht. Warum schießt er denn? Schuss hält das hier aus. Ja. Weil du geschossen hast wieder. Noch was schön drum liegen. Na, leider nicht. Oh, Scheiße. Irgendwas fallen gelassen? Ach, natürlich. Hä? Ich dachte, es wären Ratten gewesen gerade. Oh nein, meine Freunde. Gleich lernen wir so ein richtig ekliges Vieh, ja? Kennenlernen? Keine Ahnung. Ach nee, nein. Mach ich gar keinen Bock. Nein, das klingt gar nicht gut, meine Freunde. Oh. Ja, vor diesen Sporen muss man aufpassen. Ah, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ach, ihr seht, wie viel das Vieh aushält. Meine Fresse, Alter. Das ist schon ein ekliges Vieh, wa? Der lässt aber wenigstens noch mal ein paar gute Sachen fallen. Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Bloater, okay, ja. Verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte.
kommst du nicht alleine rauf, okay. Okay, gut, ich will es selber auch nicht schaffen, also müssen wir nicht so eine große Klappe haben. erstmal ein paar Sachen hier noch fertigen. Ja, zack, Medikit. Ach man, anstatt mich einfach hochzuziehen. Ich hasse diese Dinger. Nicht nur du. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Ich bin mir nicht immer sicher, ob man die halt eingreifen soll oder ob die einen selber halt nicht angreifen, weil das manchmal stehen die auch neben einen da und warten halt, bis man dann die Leiter hochgeht. Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Gute Idee. Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann Lass sich den Job... Tess da raus! Kann das hat nicht ihren... mit! Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln. Ach, von wegen Scheiß drauf. Man sieht die doch total an, dass sie das ein bisschen wehtut. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Der wollte sich aus dem Staub machen ohne dich. Steig aus. Steig aus. Wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Immerhin, ne? Sei froh, dass du ein Auto gefunden hast, also dass sie ein Auto gefunden hat. Mal davon abgesehen, dass die beiden es bestimmt auch gefunden hätten. Wir schieben. Na, aber noch nicht. Weil hier gibt es noch ein paar schicke Sachen. Das gehört auch mehr. Hey, waren hier nicht noch ein paar? Ja, ich bin schon dabei. Ich lasse es dich wissen. Das ist voll. Oh, noch ein Zettel von ihm. Franks Nachricht am Bill. Ach, Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht hier finden wirst, weil du immer zu englisch warst, um diesen Teil zu Stadt zu kommen. Blablabla. Den Rest könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr auf Stopp drückt. Also ich will nicht sagen, dass ich die Nachrichten auswendig kenne, aber ich habe die. Alle Nachrichten, die ich so gefunden habe, die habe ich mindestens einmal komplett durchgelesen, auch das ein großes Tagebuch und ja, einmal reicht mir das, weil ich finde, da sind keine lebenswichtigen Informationen drin, es sei denn, man findet eben eine Notiz mit einem Safe-Code oder so, das ist was anderes, aber die anderen Sachen sind halt wirklich nur so, ja, damit die Story ein bisschen echter wird, sage ich einfach mal. Ist nicht schlecht gemacht, aber ist halt, interessiert mich halt nicht so. Du schlägst dich ganz gut.
wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Oh. Ist jetzt seine Tochter hier, so eine Tochterersatz, oder? Okay, Bill, dann los. Dann wollen wir mal starten, okay. Ne? Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen. Ich weiß, ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal, versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas! Gib Gas! Hey! Ganz toll, Kleine! Hab dich nicht so, hier ist noch ein Berg, den können wir auch nutzen zum Runterrollen. Oh, Scheiße. Ja, wir schieben das schon. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Leute, am Haus vorbei. Na los, wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Oh, wie viele. Ja, ich brauch's selber erstmal. So, jetzt aber. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ist mir egal, die ignoriere ich. Gib Stoff, gib Stoff. Oh, da haben wir endlich ein Auto bekommen. Sind also ein bisschen mobiler unterwegs, bisschen schneller vor allen Dingen. Wir müssen ja auch in den Westen der starten. Danke, sehr motivierend von dir, das zu hören. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Der quitt. Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Scheint ziemlich eine angespannte Stimmung zwischen den beiden zu sein. Sind wohl mehr oder weniger Freunde, aber ja, wahrscheinlich gab es da ein paar Sachen. Oh Mann! Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Du wärst fast eingeschlafen. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Jetzt. Hier. Na, weckt das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Als nicht. Gottes Willen, mach das bloß das aus. Wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu
Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Ehrlich. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsche dich nur. Und tschüss, Mann! Herrlich, die Stelle. Wirklich herrlich. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Das Typische, ich bin nicht müde. Man kennt's. So, und an der Stelle machen wir Pause, beziehungsweise ist dieser Part zu Ende. Ja, wir haben endlich ein Auto gefunden, aber was als nächstes passiert, das sehen wir in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, haut da rein.